Moin Kinders und herzlich willkommen zu Minecraft with Sam. Heute mit der Julia und heute ist ein ganz besonderer Tag. Und zwar heute ist ein Duell gegen Dalu. Oh, ja, jetzt hat es mich gerade vom Regenbaum runtergeballert. Jetzt habe ich gerade schon wieder Leben verloren. Ist aber nicht so schlimm. Jetzt muss ich nur schnell meine Safe-Truhe vorbereiten. Und alles vorbereiten, was ich für den Kampf benötigen werde. Goldäpfel nehmen wir mit. Auf jeden Fall. Läuft gut. Der Rest muss aus der... Na komm, hebt er mich auf. Alles so raus, was ich nicht brauche. Es ist halt die Frage, was wird Chigo machen? Wird sie versuchen, looten zu gehen oder wird sie ihr Zeug versuchen zu beschützen? Das kann ich dir leider nicht sagen. Das werde ich nicht wissen. So, also das brauche ich nicht. Ich brauche aber auf jeden Fall Essen. Wo wird denn der Duellplatz sein? Ich werde den gleich bauen. Ich brauche Thunder. Warte mal kurz. Dann brauche ich Range auf jeden Fall. Dann brauche ich Frost auf jeden Fall. Dann brauche ich Disarming noch. Nourishment und Vitality. Das sind die zwei Sachen, die ich brauche. Das Buch brauche ich nicht. Goldäpfel habe ich. So, gut. Ich baue jetzt schon schnell die Arena. Mhm. Kannst ja mal mitkommen. Da müssen wir jetzt zum Spawn, weil da ist die Truhe mit dem Zeug. Ich bin hier am Spekulieren, was ich hier gerade mache. Das ist es. Weil ich denke mir gerade so, die Dinge, die am wichtigsten sind, natürlich klar, jetzt nochmal schauen, was ich sichere und was nicht. Ja. Was meine fünf wichtigsten Sachen sind, bin ich ja gerade am Spekulieren. Ich hab das Wichtigste jetzt erstmal gesaved. Ich darf jetzt bloß nicht sterben. Wenn ich jetzt sterbe, sind meine Goldäpfel weg. Und Dalu ist natürlich dann damit der King. Äpfel sind snackbar, heißt das. Also, dass, wenn ich die jetzt esse, müssten ja normalerweise mehrere Herzen über meiner normalen Herzenanzeige da sein, oder? Das weiß ich leider nicht. Normalerweise ja. Normalerweise bekommst du zwei extra Herzen. Pro Apfel. Jo. Okay, gut. Ich denke, dass ich die Scroll. Okay, die Scroll packt. Dann packen wir das da rein. Gut, dann muss ich jetzt noch schnell zu der Truhe da hinten. Ich brauche noch schnell. Es wird auch noch Nacht. Jetzt wird es ein Nachtfight auch noch. Und du hast das Tolle. Zeit im Blick, oder? Ich habe gar keine Zeit im Blick. Also, ich habe die Uhr im Blick, ja, aber ich habe ja keinen Timer erstarten. Brauche ich ja nicht in der Duellfolge. Aber damit du weißt, wie lange wir noch haben. Also, wie lange wir noch Zeit haben. Das hab ich auf jeden Fall im Blick. Gut, also ich muss jetzt 4 Leuchtfeuer mitnehmen. Ich glaube nicht, dass sie mir das hier... Wo ist der Samen hin? Dass sie mir das hier einfach weglooten wird. Das wird dir nicht auffallen. So, jetzt bräuchte ich dich kurz. Inwiefern? Um zu sagen, ja, was hältst du von der Idee, dass wir das Duell da oder da ausüben? Wo willst du es denn machen? Wir müssen uns auf jeden Fall einen Platz suchen. Also ich hätte gesagt, nicht in der Nähe von unserem Dorf. Gib mir eine Sekunde, ich habe hier nur was angepflanzt. Wenn sie es sieht, sieht sie es. Wenn nicht, dann nicht. Sonst wächst es hier von selbst vor sich hin. Okay, ich wollte nur noch mal schauen, was ist wichtig, dass sie mir nicht wegnimmt. Das kann ich alles nachfarmen, das ist nicht wichtig. Die hier wollte ich zumindest ein paar saven. Mhm. 10 Minuten heißt, haben wir noch, 10,5. Das hier, die sind nicht so wichtig, dann save ich das hier. Okay, die goldenen Äpfel packe ich ein, dann save ich die hier. Okay. Ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, dass ich vieles total unsortiert hier habe. Ist bei mir auch total unsortiert, das ist ganz praktisch. Außer eine Kiste, da sind gerade die Asmagica-Sachen drin, das heißt, es wird dir ziemlich zugutekommen, aber egal. Ja. So. Ich war gerade noch am Spekulieren, ob ich die Asmagica-Sachen vielleicht sogar noch irgendwie rauspacke. So. Fackeln brauche ich die. Viel Zeit haben wir nicht mehr, also. Ja, Fackel nehme ich mit. So, ich bin soweit. Gut, dann kommen wir zu unserem Spawnplatz. Mhm. Also, wenn ich das Duell jetzt gewinne, dann darf ich mein Gebiet schon mal vergrößern. Das ist schon mal ziemlich cool. Das ist gut. Ja, wenn ich gewinne. Das ist natürlich Voraussetzung. Mhm. Ich hoffe, ich habe noch genügend arkane Energie. Ich gehe davon aus, ich habe nicht viel gesehen, aber ich weiß, dass er auf alle Fälle sowas wie fliegen kann, beziehungsweise sich so in die Luft bashen kann. Aber nicht lange, das ist ja das Schöne. Jo. Dann kickt der Server dich. Also ich glaube, dass Chigo ihn auf alle Fälle sehr, sehr gut ausgestattet hat. Da bist du. So, er hat nur eine Nike Shade oder Nike Fall Rüstung. Mhm. Die hat einen halben Stack mehr als meine. Aber er kann im Dunkeln sehen. Aber das ist für mich kein Problem, da mein Shader zum Glück. Genau. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt hier noch ein bisschen raus und versuchen, von unserem Dorf wegzukommen, damit der Dalus noch ein Stückchen hat. Beziehungsweise Chigo ein Stückchen bis zu... Ja, die Frage, die ich mir stelle, ob es vielleicht sinnvoll gewesen wäre, den Platz genau zwischen den beiden zu machen. Oh.
Ich bin zu doof zum Springen gewesen. Es dauert ein bisschen, bis ich da oben bin jetzt. Okay, das ist nicht gut. Ich suche immer noch einen schönen Duellplatz. Die Frage wäre gewesen, ob es vielleicht gut gewesen wäre, wenn der Duellplatz ein bisschen in der Mitte davon gewesen wäre. Weil dann Ja, aber hättest du da, vielleicht Chigo sehen können, wenn sie ich kommt. weiß aber leider nicht. Ja, das bringt mir ja nichts, wenn Chigo kommt. Ja, aber ich hätte es gewusst, ob sie kommt. Ja, das stimmt, das ist wohl wahr. Der Enderman geht mir gerade tierisch auf die Nerven. Ja, Das das kurz vor dem könnte. Duell, das nervt mich gerade. Ist nicht gut, ne? Dann kommt auch noch ein Zombie. Ja, genau. Läuft, läuft, läuft hier. Wir können, ja, das hätte man uns ins Bett legen sollen, noch schnell. Bin gleich da. So, jetzt habe ich noch schnell den Enderman getötet. Bringt natürlich auch nicht Na viel. komm, hoch hier. So, wie viele Minuten habe ich noch? 8. Ich weiß immer noch nicht, wo ich den So, Duellplatz wo bist du ausplatzieren soll. jetzt? Ich gehe weiter nach da. Ah, ein Skelett. Ich sehe dich Geh leider noch nicht mehr. mal ins Dorf, bitte. Okay. Ja, es geht mir gerade hier auf den Nerv, das mit der Nacht. Wir müssen uns hinlegen, das hilft nichts. Ja, aber das. Das ist die Frage, ob einer von beiden jetzt sich hinlegen würde. Nö, wir sind zwei, das reicht 50%. Achso, gehst du auch nochmal ins Dorf oder was? Oder Ja, bist du ich im bin Bett im dabei? Dorf. Ich bin Achso, im du bist Dorf. wieder zurückgegangen. Ja, klar, weil ich keinen ordentlichen Platz finde. Ich bin gerade ausgelaufen, bloß da kommt ein Riesensee und das macht dann keinen Sinn. Außer ich schwimme durch und mach's auf der anderen Seite. Wie groß darf der Platz denn sein? Maximal 9 Chunks. Okay. Minimal 2. Ja, Naja, was komm. das doofe Skelett. Das unterwegs jetzt, das kann doch nicht wahr sein. Ich werde nur angegriffen hier. Ey, da! Geht mir gerade genauso und ich habe gar nicht gesehen, dass ich Hunger hatte. So, auf nochmal ins Dorf. Wie weit hast du es Weil noch? ich bin gleich da. Ich Wer will ist? mich halt auf alle Fälle nicht auf ein Duell mit Chigo einlassen. Ich will ja aus dem Weg gehen. Lieber gehe ich die Gefahr ein, dass sie uns lootet, sage ich dir ganz ehrlich. Und Ja, oder du versuche bleibst dann, im ihrs zu Dorf. looten. Oder du bleibst im Dorf und versuchst dann in der Zeit, wo sie dann bei dir ist, ganz schnell zu denen ins Dorf zu rennen. So, ich bin Ja. jetzt bei mir im Haus. Leg Ja, mich ich natürlich erst dann hin, wenn die da sind. bin gleich da. Viel Zeit ist nicht mehr. Ich weiß auch jetzt auch schon, wo ich den Duellplatz mache. Ja? Dann kann ich sehen, dann siehst du von meinem Haus aus, ob Chigo kommt oder nicht. Okay. Kannst auch direkt zu mir nach Hause kommen. Ich habe zwei Betten. Wo bin ich denn Zwei jetzt? Betten. Da ist schon wieder ein Zombie hier. Nee, ich bin direkt bei meinem Haus. Ich muss nur noch Okay, ich zwei, lege drei mich jetzt. Sprünge machen und dann ins Bett legen. Ich kann nicht schlafen, weil zu viele Monster in der Nähe sind. Ich Na, raste super. aus. Ja. Der im Keller? Keine Ahnung, wo die Nein. sind. Was ich kann. Ich kann auch nicht. Ich muss erst rauskriegen, wo dieses Zombie-Vieh ist. Muss weg. Ah, das ist natürlich eine blöde Vorbereitung gerade. Läuft nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Da ist das Zombie. Ist das noch Zombie? das von Manus? Ja. Gut. Zombie-Baby ist tot. So, 4 Minuten habe ich nicht mehr. Talukat hat das Spiel verlassen. So, so. Wie denn so denn das? Jetzt hat er es wieder betreten. So, liegst du schon? Ich Ja. liege. Müsste es ja jetzt Tag werden. Ach ja, du darfst nur Inventar in Ja. der Hotbox haben, ne? Ja, Hast du weiß gelesen? ich. Gut. Gut, ich lege jetzt. Kommst du jetzt zu mir, damit wir zusammenlaufen können? Moment, Damit du ich schnell wieder musste zurückkommst? nur was ich jetzt unterwegs eingesammelt habe, wieder reinlegen. Bin unterwegs zu dir? Naja, 5 Minuten Das haben ist wir ja noch. eh egal, wo du baust. Das ist ja für mich, spielt es ja keine Rolle. Ja, wir müssen halt. Ja, okay, dann baue ich jetzt. Du siehst Nee, es am nee, es Licht ist vorher. kein Problem. Ich gehe jetzt los. Jetzt geht die Zeit langsam doch aus. Ich habe noch 5 Minuten. Ich möchte mich wenigstens noch weit genug vom Dorf entfernen, Bin damit auf alle Dalus noch Fälle schön weit jetzt hat. beim Leuchtfeuer. Beweg mich jetzt hier noch ein bisschen. Ich bin ganz woanders. Ich bin nicht bei dem Leuchtfeuer. Ach Ich habe so. gesagt, bei meinem Haus. Ach so, das meinst du, ich sehe es am Leuchtfeuer, weil man Leuchtfeuer dort platziert, wo er hin muss. Genau, richtig. So, ich würde sagen, das hier ist ein ganz netter Duellplatz hier. Hier hat er nämlich nicht so viele Möglichkeiten zum Fliegen. So, hier habe ich ein Leuchtfeuer. Da habe ich ein Leuchtfeuer. So. Das ist kein großes Duellplätzchen, Das aber es kann wird ja ein. was werden. Oh ja. Ich glaube, ich verstecke mich auf McManus seinem Haus. Hoffe, er sieht das dann. Naja, wird schon Hier kein so ein das Blindfisch sein. Leuchtfeuer sitzt.
jetzt muss ich nur noch schnell die Koordinaten durchgeben für ihn. Ich bin gespannt. Kann sie nicht sehen, weil mein Chat drüber liegt. X-782 und Z. Dass man nur besser lesen könnte. Minus. Oh, ich muss den Chat nochmal zumachen. Merkt ihr mal die Zahl 782? Ich versuch's. So. Hab's durchgegeben, er weiß es. Ich hoffe, das Duellplätzchen ist groß genug. So lange leiste ich schon mal Vorarbeit für den nächsten Mod. Ja. So. Obwohl, vielleicht mache ich da die Arena doch nochmal größer. Na komm, bau ab. Ich baue die Arena noch ein bisschen weiter nach hinten. Er macht sich in 2 Minuten auf den Weg, okay. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Und erst wenn ihr wenn er angekommen ist, dürfen wir dann raus aus der Stadt, oder wie? Also 48, also erst wenn das Duell losgeht. Also in 2 Minuten wäre er da, das ist dann 47. Mhm. Heißt dann, Mist, ich tauche gerade ab. Kann es sein, dass man mit Leuchtfeuer langsamer schwimmt? Keine Ahnung. Weiß es auch nicht. So, dann machen wir das Leuchtfeuer hier hin. So. Andere Leuchtfeuer hier ist da oben. Okay. Also, gut. Die Arena ist groß genug, um sich auch verstecken zu können. Ups. Ich hab Skype nicht lautlos. Ah, oh, Mist, ich sollte. Naja, ich bräuchte. Ja, ich hätte vielleicht vorher dran denken sollen. Ich hoffe, der Dalu kann die Eingrenzung von dem Arena-Punkt hier sehen. Auf jeden Fall sehe ich keine Lichtstrahlen nach oben strahlen. Schade. Hast du einen Fehler gemacht? Ja, nee, habe ich nicht. Leuchtfeuer ist ja eigentlich. Ich habe es automatisch gesetzt und eigentlich sollte es normalerweise hochleuchten. Hallo Wanderer, schön, dass du mich besuchen kommst. Was willst du von mir? Ein Rubin und ein Emerald habe ich leider nicht für dich, aber wäre natürlich cool gewesen, wenn ich sowas für dich gehabt hätte. Jetzt gehe ich mal wieder an den Punkt, wo ich da gesagt habe, hier ist der Arenaplatz. Oh, ich sehe gerade unter der Anzeige hätte ich es auch gehabt. Okay, er ist auf dem Weg. Okay. Jetzt wird's spannend, liebe Leute. Ich esse noch was. Ich hau lieber irgendwo hin ab. Keine Ahnung. Ich will jedenfalls nicht hier sein, wenn sie kommt. Der Kampf geht ja erst los, wenn wir hier stehen und dann wird angesagt. Jetzt geht er los. Ja, aber ich hab trotzdem Angst. Das ist ein fairer Kampf. Man kann es ja in Wikipedia nachlesen, wie ein Duell funktioniert. Nach diesen Regeln gehen wir ja. Auf alle Fälle, Entschuldigung, meine Zuschauer, dass ihr Skype-Geräusche hört. Das Problem ist, wenn ich das jetzt machen würde, müsste ich abbrechen, die Aufnahme, wenn ich Skype schließen würde. Das ist ein bisschen blöd. Hoffe, es wird nicht zu viel geschrieben. Ja, drücke ich dir die Daumen. Bin auch sehr auf diesen Kampf gespannt. Werde ich damit was reißen oder nicht? Das ist die Frage. Ah, ich wollte eine Goldäpfel noch schnell essen. Oh, wie gerne ich euren Kampf ansehen würde. Okay, ich habe... Ich kann fliegen. Ich kann fliegen. Hast du es jetzt noch gemacht, oder was? Die goldenen Äpfel geben mir Fliegen. Echt? Und Regeneration, ja. 2 Minuten lang kann ich fliegen dann. Nee. Doch, ist so. Echt ohne Scheiß. Ist wieso? Kein Scherz. Weiß ich nicht. Ah, ich höre ihn schon. Er kommt. Okay. Das ist näher. Das ist richtig nice. Da ist aber gut, ganz schön schnell da, ha? Huh? Mhm. Er kann ja auch springen, fliegen, ähnliches. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Ich habe ihn auf alle Fälle gehört. Er hat gerade Blätter abgebaut. Das bin ich. Ach, das bist du. Wieso bist du denn hier? Ich baue hier am Weg die Blätter ab, weil die mir nerven, dass die hier so dermaßen den Weg versperren. Das höre ich bis hierher? Holla. Scheinbar. Weil ich bin ja schon ein Stückchen weg von unserem Plätzchen. Jetzt habe ich halt einen Setzling aufgesammelt, 2, aber das wird ja niemand. So, eigentlich geht das Duell ja jetzt los. Oder geht's noch nicht los? Weiß nicht. Nee, eigentlich noch nicht. Wahrscheinlich steht er schon hinter dir. Das wäre doch witzig.
da wäre ein Apfel gewesen. Erst Hände schütteln. Was fragen vorher nochmal? Ja, bevor es losgeht, wird er nochmal anfragen, ob es jetzt losgeht oder nicht. Achso. Ja, ich bin gespannt. Also ich fliege gerade. Schau gerade so auf den Baum. Geh nochmal runter. Mein Fliegen ist gleich vorbei. Was ist das denn? Puh, dann zeige ich ihm noch kurz die Leuchtfeuer, wo sie sind, damit er die Arena-Begrenzung einsehen kann. Mhm. Die ist ein bisschen schief geworden, das muss ich sagen. Okay. Aber egal. Wayne, Hauptsache ich schaff's, in der Arena-Begrenzung drin stehen zu bleiben. Mhm. Alter, wo lutzt du mich hin? Vielleicht hat er was falsch eingegeben. Was zur Hölle ist das denn? Ein Endermann mit irgendeinem komischen Zauberstab in der Hand. Oh, greif den auf keinen Fall an. Mystic Enderminion. Greif ihn nicht an. Was macht er? Der ist ultra stark. Ja. Okay. Also du solltest Magie haben, um ihn bekämpfen zu können. Ja, habe ich aber keine starke. Der hat nämlich in sich. Der ist stark. Der portet sich auch die ganze Zeit weg. Also okay. Mit einem Bogen brauchst du nicht daherkommen. Mhm. Bevor der Bogen trifft, ist der schon wieder weg. Das macht er immer. Ach, da hinten ist er. Oh nein, da kommt doch jetzt nicht ernsthaft ein Endergolem auf mich zu. Nee, das ist Dalu. Hi, Dalu. Endergolem. Guten Tag. Oh, die Rüstung sieht ja böse aus. Das ist, ja, da muss man ja was drunter packen, damit sie leuchten, ne? Ach, die Goldklötze? Irgendwas, ja. Ich meine schon. Ah, ich habe die Goldblöcke nicht mitgenommen. Das wusste ich jetzt nicht. Sonst leuchten sie ja nicht. Jetzt wird er schreiben, oder? Nee, schreibt noch nicht. Dann hier. Kommen wir mit, Dalu. Ich glaube aber, dass sie eher beschützen wird, Chigo. Hier. Dalu kommt. Da. Und hier drüben. Hier. Puh, alles klar. Jo. Ach so, Gott. Ich habe jeder auf seiner Seite gelesen. So, ich bin jetzt auf meiner Seite. Ah, da wären Eier drin. Ah, hilft nicht. Ich muss wegschmeißen. Ich darf ja eh nichts saven. Ich darf ja nur in der Hotbar. Okay, Chigo zählt runter. Bist du im Dorf? Ja, ich bin im Dorf. Okay, es geht los, Leute. Epische Musik. Und jetzt geht's los. 3, 2, 1... Oh Gott. Ich glaube, das ist eine 1. Okay. Go, gut. Los ich werde auf alle Fälle versuchen, mal einen Weg zu den Hexern zu finden. Wow! Das warst du, ne? Ja, das war ich. Aber ich werde vorsichtig sein, weil ich will halt nicht, dass sie mich damit sieht. Hat der Dalu gar nicht gerechnet. Aber er hat einen Goldapfel. Und er hat eine Dia. Tatsächlich, ich kann auch fliegen jetzt. Oh, Dalu, du hast keine Chance. Kleiner Mann. Ich werde jetzt vorsichtig auskundschaften, ob Chigo da ist. Wenn sie da ist, dann haue ich wieder ab und verstecke mich. Oh Gott, er hat seine Zauber aktiviert. Wenn sie nicht da ist, dann versuche ich ein bisschen was abzugreifen. Auf alle Fälle komme ich von hinten. Er ist noch da. Stirbt ja nicht zu schnell, sonst schaffe ich es nicht ins Dorf. Noch bin ich nicht gestorben. Oh nein, er ist geflogen. Okay, wie viel hat er denn schon abgezogen? Oh Gott, ich habe noch ein halbes Herz. Was? Naja, Dalu ist schnell. Ich hätte noch über 400 Meter zu den Hexern. Dalu treffe ich.
Komm, Dalu, zeig dich. Oh, das wird ein epischer Kampf. Ich zitter am ganzen Körper und er versteckt sich. Ich bin jedenfalls in der Nähe des Hexerdorfes, aber jetzt muss ich allmählich vorsichtig sein, außerdem ist meine Flugfähigkeit gleich verbraucht. Es ist halt so schwierig, wenn man nicht weiß, ist sie jetzt da oder ist sie nicht da? Ich müsste sie ja auf der Map sehen, wenn sie noch da ist. Wie viele Tränke hat er mitgenommen? So viele Tränke kann er doch gar nicht haben. Er regeneriert die ganze Zeit Leben. Okay, ich bin jetzt in der Nähe vom Hexerdorf. Ich glaube... Ich weiß nicht, ob sie da ist. Er regeneriert sich die ganze Zeit, das ist schrecklich. Gott, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch gerade Herzklopfen, weil ich so viel Angst habe, dass sie da ist. Weil wenn sie da ist, die killt mich. Weiß auch nicht, wie lange mein Zauber noch wirkt. Oh Gott. Ach so, das ist eine Sternschnuppe gewesen. Dalu ist besiegt! Ja! Was? Wow! Ich hab ihn besiegt, Mann! Muss ich jetzt aus dem Dorf raus? Ja, jetzt kannst du da sie looten. Und sie müssen sich beide auslocken. Er muss sich auslocken und Chigo darf noch verteidigen. Ich sehe sie aber. Doch, sie ist im Haus. Ich hau ab. Sie ist bei dir, bei uns? Nee, sie ist in der Stadt. Bei sich in der Stadt? Ja. Okay, dann lassen wir das. Dalu hat schon ordentliches Equipment dabei gehabt. Good game, Loot. Mein Zeug für uns ist die Folge dann zu Ende. Boah, was für ein Achso, wir haben noch 10 Minuten? Ja, wir haben jetzt noch 10 Minuten. Weißt du, wie es zu denen ins Dorf geht? Kannst du mir die Koordinaten geben? Ja, kann ich dir geben. So, ich beobachte die Uhrzeit. Es ist 56. Also wir haben jetzt noch bis 0.06 Uhr Zeit. Okay, kannst du eingeben? Warte mal, ich muss mich kurz mal saven hier. Ja, okay. Weil ich habe hier ein paar Monster im Weg. Aber da hat er echt ganz schön was dabei. Aber es war knapp, aber er hatte nicht mehr viel. Aber Chigo ist noch da. Chigo muss sich auch ausloggen, so viel ich mitgekriegt habe. So wie ich mitgekriegt habe, müsste die sich auch ausloggen eigentlich. Hey! Sie ist auf alle Fälle noch da. Monster ist ja übel. Ja, das ist... Ach so, sie verteidigt. Sie darf weiter verteidigen. Sicher? Ich dachte, beide müssen runter. Der hätte die ganze Zeit fliegen können. Ich dachte, beide müssen runter. Chigo ist im Dorf, das ist mir zu heiß. Ich werde da nichts looten, wenn die da ist. Vergiss es. Außer du traust dich, dann machen wir es zusammen. Ja, warte, ich muss jetzt erstmal mich kurz kümmern, damit hier mich keiner mehr angreift von den Drecks-Zombies. Aber, Leute, ich habe Dalu besiegt. Ich kann es immer noch nicht fassen. Alle haben gesagt, ich würde es nicht schaffen. Und ich habe es doch geschafft. Ah, naja, also ich schätze mal so, wenn sie... Gut, wenn also sie runter Koordinaten müsste. Sind nun, warte mal, auf X war das, glaube ich. Nee, M. Waypoints, also Hexer sind X120. Warte, neuen Wegpunkt setzen. X120. Z74. 74. Y. Minus 74 oder nur 74. Nein, nur 74. Und X ist auch nur 120. X120, Z74, Y65. 65, okay, weiß ich Bescheid. Und Hexer. Wenn Chigo besiegt ist, muss sie dann raus? Weiß ich nicht. Ja, aber dann hat sie ja eh nichts mehr in der Hand. Traust du aber dir Chigo cool. zu? Ja, ja, ich kann ja, ich habe die Dalu-Rüstung an. Ich kann fliegen, ich habe Resistenz. Ich verstehe nicht, warum Dalu eigentlich... Oh, die Endermänner gehen mir gerade aufs Schwein. Ja, du müsstest ja eigentlich über mich hinwegfliegen. Ich warte hier, weil, wie gesagt, ich traue mich an sie alleine nicht ran. Ja, ich komme. Ich habe auch Dalu sein Schwert, ich habe seine ganzen Zauber und hast du nicht gesehen. Erst nochmal schnell was. So, ich bin gleich da. Aber ich kann fliegen. Ich kann dauerhaft fliegen. Dauerhaft. Dank der Rüstung. Ich bin gleich da. Das ist krass. Noch 500 Meter. 500 Meter, okay. Wenn du ungefähr 340 Meter weg bist, gib mir Bescheid, dann müsstest du in der Nähe sein. 450. Was ist das denn? 400? Ich weiß es immer noch nicht.
Aber ich bin schon sehr, sehr glücklich. Nicht böse sein, 340. Dass ich dir nicht helfen werde bei Chigo erstmal. Ich werde jetzt direkt ins Dorf gehen. Ich gehe jetzt auf Dalu sein Haus und Blut ist leer. Ich muss es nur noch finden. Ich bin schneller als du. Bleib du am besten, keine Ahnung, oder komm mit. Geh einfach in die Stadt. Ich bin ja sowieso schneller da. In die Chigo-Stadt? Ja, ja. Die wird mich killen. Ja, wenn du weißt, wo sie ist. Ja, natürlich weiß ich. Die sehe ich ja auf der Karte. Die ist bei ihrem Haus und die wuselt zwischen den beiden Häusern hin und her. Ach so, dann werde ich sie ja auch gleich sehen. Weil ich bin gleich da. Ich verstecke mich halt gerade im Wald davor. So, Rebel Farländer. So, ich bin jetzt im Dorf. Jetzt muss ich nur noch Dalu sein Haus finden. Wobei, ich habe Angst vor Chigo. Ja, eben, Chigo, das ist es ja. Könnte auch gefährlich werden. Natürlich. Denn ist Chigo sogar. Hast du sie gesehen? Ja, ich sehe sie. Sie steht genau vor mir. Und Chigo ist tot. Was? Eigentlich wäre sie tot. Was ist denn jetzt kaputt? Wieso ist Dalu jetzt wieder ins Spiel? Regelverstoß? Regelverstoß. Hä? Wieso? Wieso? Ach so, das ist nur für uns. Wir haben noch 10 Minuten Zeit. Ach so. Okay, na gut, dann bin ich runter vom Server. Okay. Gott. Ah, gut. Dann war es das für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich gebe der Julia noch viel Glück und ja, Hoffnung auf den Weg. Genau. Bleibst bis du zumindest dann noch bei mir drin, ja, oder? Ja, ich bleib noch da. Ciao. Ciao. Oh. Da habe ich das falsch verstanden. Ja, habe ich auch so verstanden. Also ich wusste es aber jetzt irgendwie nicht mehr. Weißt du, wie ich meine? Also ist Chigo jetzt gestorben gewesen? Okay, wir müssen jetzt alle die Folge beenden. Okay, alles klar. Dann, ihr Lieben, Dankeschön fürs Zuschauen. Dann ist die Folge jetzt hier auch zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!